Die größte Ehre, die das Weib hat, ist allemal, dass die Männer durch sie geboren werden. Eine Aussage von Martin Luther, einem bekannten und wichtigen Reformer des 16. Jahrhunderts. Ein Mann, der mitverantwortlich dafür war, wie sich das Bild der Frau und ihre Rolle in der Gesellschaft entwickelt hat. Damit wir die Rolle der Frau in Europa verstehen, müssen wir Folgendes wissen. Den Frauen wurden viele Rechte verwehrt. Das Recht auf Eigentum, Bildung, Arbeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Während der gesamten Epoche des Mittelalters wurden sie als Menschen zweiter Klasse angesehen. Subhanallah. Dass man sich aus dieser Unterdrückung befreien wollte, ist nachvollziehbar. Als Reaktion darauf sind diverse Frauenbewegungen entstanden, die anfangs noch lediglich nach mehr Rechten gerufen haben. Heute sehen wir jedoch, dass es darum geht, Frauen die Stellung der Männer zu geben. Diese Entwicklung war die Geburtsstunde des Feminismus, also einer Lösung auf ein Problem, das dem Islam fremd ist. Denn im Koran heißt es: Und begehrt nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen ausgezeichnet hat. Die Männer sollen ihren Anteil nach ihrem Verdienst erhalten und die Frauen sollen ihren Anteil nach ihrem Verdienst erhalten. Im Islam brauchen Frauen nicht wie Männer zu werden, um Wertschätzung zu erlangen. Allah subhanahu wa ta'ala unterscheidet zwischen den Geschlechtern, wo es entsprechend ihrer Natur sinnvoll ist. Manches ist den Frauen verboten, das Männern erlaubt ist und umgekehrt genauso. In anderen Fällen gibt es keinen Unterschied. Dem Mann wurde der Unterhalt seiner Familie verpflichtet und das Tragen von Gold verboten. Der Frau wurde der Hijab verpflichtet und das Heiraten ohne die Erlaubnis ihres Vaters verboten. Beide müssen jedoch das Gebet verrichten, dürfen Handel betreiben oder Verträge eingehen. Der Islam kennt daher nicht den sogenannten Kampf der Geschlechter. Liebe Geschwister, wir leben in einem Zeitalter, in dem es immer um den Begriff der Freiheit geht. Und weil der Islam dieser Vorstellung vom Leben nicht gerecht wird, wird die muslimische Frau gerne zur Zielscheibe genommen. Lasst uns aber nicht vergessen, wir sind Diener Allahs und nicht die Diener unserer Neigungen. Für Menschen, die ständig nach Freiheit rufen, bedeutet Gerechtigkeit, dass beide Geschlechter dieselben Rechte und Pflichten haben müssen. Und das unabhängig von ihrer Natur. Doch ist nicht gerade das ungerecht? Stellt euch vor, man würde von einer Frau einen Job erwarten, den nur ein körperlich kräftiger Mann leisten kann. Oder stellt euch vor, man würde von Männern die Geburt des Kindes erwarten. Der Mann ist nicht besser gestellt, nur weil er in der Regel körperlich stärker ist als die Frau. Auf dieselbe Weise würde man die Frau nicht für besser halten, nur weil sie in der Lage ist, ein Kind zu gebären. Beide Geschlechter sind etwas Besonderes auf ihre Weise, ob nun der Mann der Versorger der Familie und die Frau die Herrin des Hauses ist. Die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau muss einem aber im Hinblick auf ihr Zusammenleben in einer Gesellschaft bewusst sein. Wenn man weiß, dass beide zwar Menschen sind, sich aber in gewisser Weise voneinander unterscheiden, dann versteht man, weshalb Allah Ta'ala ihnen unterschiedliche Gebote und Verbote auferlegt hat. Jeder dieser Gebote und Verbote muss in ihrem Gesamtkontext verstanden werden. Es hat mit dem Plan Allahs für den Menschen zu tun, so wie er subhanahu wa ta'ala wollte, dass ein vernünftiges Leben auszusehen hat. Weshalb die Frau ihre Reize nicht zur Schau stellen soll, sie ihrem Mann gegenüber gehorsam sein muss, es sie erlaubt ist, ihren Körper zu schmücken. Weshalb dem Mann der Unterhalt verpflichtet wurde, er zur Teilnahme am Krieg verpflichtet ist und er mehr als eine Frau heiraten darf, all das hat seinen Sinn im Islam. Wir Muslime brauchen uns somit niemals in Erklärungsnot zu bringen. Und wir haben es auch nicht nötig, uns mit den Argumenten anderer zu wappnen. Wenn uns jemand fragt, warum müssen eure Frauen sich eigentlich bedecken? Dann fragen wir einfach zurück. Warum müssen eure Frauen sich offen zeigen, damit man sie in der Gesellschaft ernst nimmt? Auf keinen Fall jedoch sollten wir Argumente benutzen wie: Unsere Frauen bedecken sich, weil sie freie, selbstbestimmte Frauen sind, die das aus ihrer freien Entscheidung heraus tun möchten. Auch wenn wir über einen freien Willen verfügen, handeln wir aufgrund unserer Dienerschaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der Herr über uns. Doch manche andere glauben, sie seien ihr eigener Herr. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, der befindet sich in deutlichem Irrtum.